Pokémon hab. Ich komme erst zu dir, weil das mache ich hinterher. Goodie. Weil alles Doppelkämpfe. Gut. Also, wenn, dann möchte ich die einzeln besiegen, aber ich glaube, bis ich die alle besiegt habe, dauert das ein bisschen. Deswegen komme ich jetzt erst zu dir, dass du die, das war den, das war dich aus der Textbox befreien. Naja. Aber wir können ja auch dann erst mal Pokémon fangen, dann kannst du die noch aussparen, falls du dann Doppelkämpfe machen kannst. Oh. Wollen wir das wirklich riskieren, Doppelkämpfe zu machen? Ja, wenn du gute Pokémon hast. Ich habe ja schon zwei im Petto, ne? Ja, aber darfst du nicht benutzen. Ja, genau. Woran liegt das denn bitte? Ja, deswegen sage ich, lass mich da einfach ein Pokémon fragen. Kannst du Doppelkämpfe machen. Wofür habe ich dann auch mal eins mit Zerschneider? So, bin da. Oh, wie sieht es aus? Hast du die Level waren? Du hast es geschafft. Du hast die Rückkehr bekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Danken einen weiteren Superball schenken. Oh, mein Rücken. Ey. Yay, so. Erstmal OBS verschieben, du bist mir im Bild. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Nein! Ich will nicht mit dir labern! Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich für den Termin bin. Das Paket, das du uns gebracht hast. Darf ich die Bündnisse werfen, den Gruppe Potenzial zu bringen? Es wäre so furchterlich, wenn es in den Bibelblöden noch in die Hände werden würde. Also, also, kann ich auch diesen Moment mit dir reden? Ach, da fällt mir ein, würdest du mich einmal entschuldigen? Ich hab keinen Bock. Ich würde ganz kurz mit dir sprechen. Bitte komm mal mit. Und extra Musik, weißt du, dafür, dass du ihn hinterher latscht. Bitte entlang. So, du darfst. Ich bin Mr. Trump. Der Präsident der... Devon Corporation. Kaiba Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Er hebte den Arm langsam an und zeigte mit dem Finger auf einem. Okay, ich spule den Text schon mal durch. Entschuldigung, aber... Du hast unsere Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Bitte die Wohlfahrt? Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffitport City bringen willst. Wollen? Naja. Könntest du auf dem Weg nicht in Auerhafen halt machen? Nö. Und Troy in Faustauerhafen einen Brief von mir überbringen? Wir bleiben Troy. Das gab so gute Zeiten. Nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Pokénav. Dieses Gerät, es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Faustauerhafen und Graffitport City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle Magma und Aqua heißen. Sie, glaube ich, überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Ding, ding, ding. Nun, ihr beiden, seid vorsichtig und passt auf euch auf. Meine Güte. Ja. Das kommt davon, wenn man abends spät spontan aufnimmt hier. Was denn? Ach, ich habe den Ton nicht angepasst gehabt. So, jetzt dürfte Peter Pop wieder ein bisschen lauter sein. Ich habe die Toneinstellung auf dich angepasst und damit nehme ich alles auf. Fertig. Ich habe mein neues Zubehör für den Pokémon entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeigst du mir deinen Pokémon auf, den du von unserem Präsidenten bekommen hast? Hier, bitteschön. Ich habe dein Pokémon mit dem Trainerruf ausgestattet. Frage eure Freunde und Personen im Verzeichnis ein, dann kannst du mit ihnen reden. Du hast auch unseren Präsidenten Trump. Verstehst du? Trump. Unseren Präsidenten Trump eintragen. Probier es mal aus und ruf unseren Präsidenten an. Nein. Wähle Pokémon. Nein. Wähle Pokémon. Nein. Wähle Pokémon. Okay. Pokémon. Oh, ihr beiden. Wenn du mich erreichst, dann scheint der Pokénav zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eindrangen lassen. Also versuch, dieses auch zu erreichen. Gut, gut, du machst ein glückliches Gesicht. Woher ich das weiß? Na, weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Spanner.
Bis bald mal, mach's gut. Aber ich habe ihm den Mittelfinger gezeigt. So, jetzt muss ich aber weiter arbeiten. Pass auf. Ja. Ich habe ihm aber den Mittelfinger gezeigt. Ich habe nicht gelächelt. Präsident Trump? Oh. So, wir sind ja geheilt worden. Sind wir, ne? Oh nein. Ja, dann laber mich mal fit. Tschüss. Oh, ich kann... Schade, ich dachte, ich kann vorbeilaufen. Oh, hey, Edena und Pillepop. Oh, hi. Euer Pokémon besitzt... Pokémon, ne? Pokénuff besitzt ein Trainer und Trainer-Ruffunktion. Cool. Ist das... Dein Pokénuff besitzt die Trainer-Ruffunktion? Wir tragen uns gegenseitig ein und dann können wir jederzeit miteinander reden. Wir tragen uns gegenseitig ein, so bleiben wir im Kontakt. Arschloch, Penner. Ich habe Mr. Brack im Blütenpokwald gesehen. Ich wette, er ist auf dem Weg zu einer Hütte am Meer. So. Ach, übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenpokwald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Da war es mal gleich. Und wie sieht es mit eurem Pokédex aus? Meiner ist eine Und? Wucht. Wie sieht es mit eurem Pokédex aus? Geht es voran? Meiner sieht schon ganz anständig aus. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Zeigt mir, wie gut ihr geworden seid. Ich werde euch jetzt testen. Nö. Na, wirklich nein? Oh, hast du ein Problem? Nicht genügend Selbstbewusstsein und Vertrauen in deine Pokémon, was? Bitte was? Ich gehe mal auf Ja. Ich riskier's. Blöd, Mann. Was denn? Ja, voll arrogante Fuzzi, ey. Ja, kein Selbstbewusstsein oder was, Ich komme mit meiner Armee. Oh. Schneckmark. Das ist doch cool. So, Troll, den darfst du so töten. Kurzel. Schick. Ich könnte mal endlich mal eine Gesteinsattacke brauchen oder so. Och nö, bitte nicht. Hm? Schneckmark setzt Gena ein. Wenn er gleich mit einem Wasser-Pokémon kommt, habe ich ein Problem. Und ein Kampf-Pokémon wäre noch schlimmer. Obwohl, den müsst ihr ja Dings haben, ne? Starter. Das heißt, was hatte ich denn jetzt noch? Oh, ist so lange her. Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, Schalocco müsste sie haben. Huthut. Hallo, Huthut. Ja, Schalocco. Schalocco Level 15 erst. Das werden die epischsten Kämpfe bei dir gehen, Härtner. Härtner! Härtner, du stärker, los! Ja, das war's. Ja, bei mir dauert's gerade noch ein bisschen, weil Traudel schläft und ja. Dank des Genes geht's voran. Ah, eine Runde geschlafen, super Traudel. Ach übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenpokwald gesehen. Hat er schon gesagt. Ihr seid gerade hierher gezogen, da könnt ihr es nicht wissen. Aber Mr. Brack war Seefahrer. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Ich gehe mal ins Pokémon Center. Hutut ist K.O. Troll ist Level 16. Muss ich jetzt mal echt mal aufpassen. Eieieiei. So, was sagst du? Kennst du eigentlich Mr. Brack, den Typen, den ich getroffen habe? Du bist gerade erst gekommen, vielleicht noch nicht, aber Mr. Brack war einmal Seefahrer. Nein! Sag bloß. So, ab geht's. Ich will Pokémon fangen, haut ab. Verzieht euch! Pokémon fangen. Wops. Oh, Item mitnehmen. Wops. So, aus dem Weg. Ich sammle noch die Items ein. Mach das. Njong. Hallo, Mr. Brack. Er jagt vor seinem Er jagt vor seinem Winkel. Ha, jetzt habe ich euch getrennt. Ich mach mit. So. Wir machen gerade eine Polonaise. Hier krieg ich die Wundersaat, ne? So. Wir warten auf Pillepop und machen mal eine Polonaise hier. Sieht bescheuert aus. Tut mir leid, ich nehme halt die Items noch mit, ne? Ich kann ja nicht dafür, dass du keinen Zerschneider einsetzen kannst. Ich habe schon die Trainer für dich ausgelassen. Ach ja, hier gibt's ja Turtok, ich erinnere mich, Dunkel. Sieht bescheuert aus. Ich mache aber schon mit den Texten, dann kannst du dich nachher überspringen. Krümmlöffel. Ja, ich würde dann einfach aufs Schiff springen. Warte, Mädchen und Junge, immer langsam. Nee, warte, Mädchen, immer langsam. Pecco. Oh, ihr seid... Schon wieder ein Upgrade. Ihr seid Adena und Pele. Das riecht irgendwie nach einem Porygon. Ihr habt meinen Liebling Pecco gerettet.
Wir verdanken euch sehr viel. Wie bitte? Ihr möchtet mit mir segeln? Mhm. Ihr müsst einen Brief nach Forest O'Hare und ein Paket in Gravelport City abgeben? Da bist du aber gut beschäftigt. Aber eure Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir seid ihr genau richtig. Wir setzen Segel Richtung aus Forest O'Hare. Jo. Also auf nach Forest O'Hare. Anker gelichtet, Pico. Wir setzen Segel, mein Liebling. Das ist ein bisschen gruselig, finde ich. Der redet mit seinem Perwinkel, als wenn das irgendwie seine Frau wäre oder so. Ja. Trägt vielleicht den Namen seiner verstorbenen Frau oder so. Wer weiß. Furry. Oder einer Geliebten. Wer ruft mich denn da an? Piep. Oh, Edna und Pele. Wo seid ihr gerade? Es hat sich an der Zeit, es ist dort sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trump von Devin erfahren, dass er einen besonderen Pokenhaft hat. Daher rufe ich euch an. Ihr hört euch an, als ginge es euch gut. Dann bin ich beruhigt. Passt auf euch auf. Klick. Vater, geht da schon los wie in der zweiten Gen. Vater Norman wurde im Pokenhaft eingetragen. Ich gehe schon los wie in der zweiten Gen. Ja. Oh, deswegen alle ablehnen. Alle ablehnen hier. Was wird meine Nummer? Nein. Finde ich so gruselig. Ich bin ein 10-jähriges Mädchen und alte Leute fragen mich nach meiner Nummer. Hm. Ahoi, wir haben ein Haus auf den Anker geworfen. Ich vermute, ihr werdet den Brief jetzt zu diesem Chumoy bringen. Die Namen war groß geschrieben. So, dann habe ich erstmal mein Pokémon, dann hole ich mir die Angel. Und dann könnt ihr mich alle mal, dann gehe ich Pokémon fangen. Ich will endlich auch mein zweites Pokémon haben. Du, ich hätte schon theoretisch 3, das hängt nur von dir ab. Ich hätte auch eine 3 gehabt, hätte Traudel kein Problem damit gehabt. Traudel hat halt wohl anscheinend so Komplexe, so Selbstvertrauens und so, ne? Star-Allüren hier. Mhm. Problem ist nur, dass Traudel mittlerweile Level 16 ist und ich nicht mehr höher kann. So, wenn wir ganz rechts gehen, sind wir auf Route 107. Mhm, ich habe die Angel jetzt geholt. Gehe in meinen Beutel. Mach die mir erstmal auf die Select-Taste. Habe ich schon alles. So. So, dann gehe ich erstmal nach rechts. Ah, warum habe ich kein Gestein genommen? Tja. Regirock. Ach du Scheiße. Was hast du eigentlich mit den ganzen Legenden? Kannst du mir das mal sagen? Ich weiß es nicht. Das kommt ja auch noch hinzu. Regirock im Wasser, das ist so geil. An der Angel, weißt du? Das muss echt schwer gewesen sein. Ja, da hat was angebissen. Es ist ein Kommen. Nein! Verdammt, ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Ich auch nicht. Zweiter Encounter. So, erster. Dann. Ja! 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 Was? Ein Rizeros! Ja, jetzt musst du es erstmal fangen. Level 5! Das heißt, ich darf nicht angreifen. Ja. Und sein Sturm bringt mir nichts. Wieder Regirock. Kannst du mal rübersenden, Regirock? So, Superball, bitte. So, Encounter Nummer 3. 1, 2, 3. Super. Ja! Wow, wir können 2 Pokémon ins Team nehmen. Rizeros wurde gefangen. Encounter Nummer 3 war Drache. Mit seinem bohrähnlichen Horn kann es große Gebäude mit nur einem Versuch einstürzen lassen. Es steht auf den Hinterbeinen und sein Gehirn ist gut entwickelt. Das hört sich toll an. Gibst du mir mal einen Namen für ein männliches Rizeros? Hans. Hans. Hans im Glück. So, du darfst deinen. Ich glaube, G war sein zweites, ne? So, Hans, was kannst du denn? Kannst du mir das mal zeigen? So. Oh, Hans hat erstmal ein Item bei sich: ein Premierball, das ist ja schön. Hat Steinhaupt. Hornattacke, Rutenschlag, Stampf. Ach ja, Rizeros konnte ja keine einzige Gesteinsattacke von selbst. Ich fahre das. Ich kaufe mir jetzt aber noch mal ein paar Superbälle. Obwohl, hier gibt es ja gar keinen Markt, ne? Nein, so ein Scheiß. Stimmt, ich muss Geva ja nehmen, ne? Ja. Dann gehe ich jetzt erstmal in Forest O'Hare Pokémon fangen. So, dann angel ich jetzt erstmal weiter. Ich habe gerade schon was voreingestellt. Hast du den Pokémon gefangen? Nein, bisher noch nicht. Ich habe 3 Encounter gehabt. Ich hatte Regirock und Drachel. Oh. Encounter Nummer 4. Das ist aber echt gut, nee, Pokémon. Ich habe gerade was eingestellt in OBS, deswegen. Oh Mann, die drücken mal zu spät, ey. Hallo. Wieder Drachel. So, Forest O'Hare.
Ja! Ja! Glücksabend! Hä? Kabuto! Glücksabend, Leute, das ist der Glücksabend. Ach ja. Ey, beschwer dich nicht, du hast deine beiden Pokémon jetzt mitnehmen. Volbi, total toll. Ja. Oh, jetzt bleibt ein Pokéball drinne. Ich habe erst 4 Encounter gehabt. Und ich will nichts mehr anbeißen. Kein Bock mehr. Ja. Bleib im Pokéball drin, du Doof. Wieder Drasche. Nein, bleib im Pokéball drin, du Sau. Du weißt schon, dass ich erst ein Pokémon fangen muss, bevor du dein Richtshaus behalten darfst, ne? Und ich habe 2 sehr schwer fangbare Pokémon hier. Hat also super das ist dir bewusst, benutzen. Oder? Musst du super benutzen. Benutzen. Ich wollte dir das nur mitteilen. Ja. Weil schwächen kann ich sie auch nicht wirklich. Wieso hatte ich eigentlich nur einen Superball gehabt? Hat die nicht 2 bekommen? Vielleicht schon einen benutzt. Counter Nummer 5. Ey, wenn ich es nicht mitnehmen kann, dann kannst du auch deine Pokémon weiterhin nicht mitnehmen. Also drück die Daumen. Ja. 2, 3. Ja! Kabuto wurde gefangen. Yeah. Kabuto ist ein Pokémon, das aus einem Fossil reproduziert wurde. Selten wurden lebende Exemplare dieser Art entdeckt. 6. Es hat sich seit 300 Millionen Jahren nicht verändert. So, gib mal einen Namen für ein männliches Kabuto. Tom. Tom. So, dann gehe ich auf die nächste Route mit meinem Pokémon fangen. Es müsste jetzt das 7. sein, es sei denn, ich habe mich verzählt. Drachel, ja toll. Es war ein cooles Pokémon, aber scheiße Drache. Zu fangen. So, Route 106. Nicht mal ein klitzekleines Knabbern. Ja, oh. Komm schon. Oh, schade. Konnte ja nicht immer anhalten, ne? Also seit 10 Jahren. Mal sehen, ob ich wieder ein fliegendes Rizeros mir machen kann. Ich hoffe nicht. Oh. Du beißt an hier. Dankeschön. Aber da es ja anscheinend auch keine anderen Pokémon gibt. Ja, Drachel ist gefangen. So, und damit ist unser zweites Teampärchen Geweiher und Rizeros. Yay. Kannst du schon eingefügt. Bei mir sieht es gerade nicht so besonders gut aus, Jo, von 06. Ich brauche für ein männliches Drachel einen Namen. Uwe. Ah, Route 106 sieht gerade ist gerade nervig hier. Alter, könntest du mal anbeißen jetzt hier? Also einmal Pupans, einmal Satzenia war es bei mir. Haust auch Hafen. Hm, da gibt es jetzt für Kabuto. Aber Pupans kannst du auch fangen. Nee, ist Boden. Ist Pupans nicht Gestein? Nein, ein Boden, Psycho. Oh, meine Fresse, ey, was soll der Scheiß? Was denn? Für ein Non-Tor. Oh, sag mal, ich hab doch gedrückt. Und danach geht's noch, kann man noch in der Höhle noch was fangen, ne? Ja, die Folge ist gleich zu Ende. Aber ich mache jetzt den Encounter hier noch. Ich krieg und Bisasam, das sieht schon mal danach aus, dass das nichts wird. So, was kriege ich hier? Sieht schlecht aus hier. Ich glaube, es gibt nur 2 Pokémon hier. Ups. Ich habe Bisasam aus Versehen besiegt. Zählt das jetzt als, Das haben wir erledigt? Gar nicht festgelegt. Das stimmt, ja. Ich glaube, Route 106 kann ich knicken. Da gibt es Azenia und Pupanze nur. Ich habe 2 Encounter jetzt gehabt. Dieser Samen und Finontor. Ja gut, dann ist es Azenia. Aber Azenia, ich will mich nicht beschweren. Azenia ist ganz nett. Dieser Samen. Ja, es werden nur 2 Pokémon sein. Mhm.
Muss ja trotzdem durchangeln, ne? Eins, zwei, drei, klack. Klasse. Sazenia wurde gefangen. Sazenia schwingt mit einer langen Ranke hin und her, als ob etwas fangen möchte. Wenn sich ahnungslose Beute nähert, wird sie im Ganzen verschlungen. So, du darfst diesmal einen weiblichen Namen aussuchen. Gisela. Gisela, ach du Schande. Wenigstens jetzt mal was anbeißen würde, weißt du? So. Und damit ist Sazenia auf Route 106. Mhm. Na, 5. So. Jetzt müssen wir erstmal Gisela ablegen. Oh! Kabuto trägt einen Seegesang. Das ist cool. Hm. Gucken wir uns erstmal Tom an. Tom! Kann Kratzer und Härtner. Oh. Nummer 6. Oh, cool, und hat Kampfpanzer. Das war mit den Volltreffervermeidung, ne? Mhm. Hat ja auch meiner mal, halt auch Detlef. Wofür müssen natürlich die beiden. Jetzt bin ich gespannt, kann eins der beiden Zerschneider? So. Und es wird ein. Bisasam. Cool. Ja, willst du mich verarschen? Was? Keins der Pokémon kann Zerschneider. Kann ich mir eine VM-Schlampe hier rausholen? Was soll ich jetzt sagen? Ich habe hier 5 Pokémon auf der Box. Irgendeiner davon könnte bestimmt Zerschneider. Okay, das ist gruselig. Was denn? Dieser Samen im gelben Bereich, erster Pokéball gefangen. Na super. Dann hätte ich gern einen Namen für ein männliches Bisasam. Leon. Ah, weißt du, wie ich gerade denken muss? Ja. So. Einmal heilen und dann die Pokémon ablegen und das Geweiher mit ins Team nehmen. Ich habe bei mir im Teambild schon das Team ergänzt. Geweiher und Volbeat. Nee. Doch. Ach so, ja doch, du hast ja auch Dings gefangen, ne? Kabuto. Ja, Entschuldigung. Dann musst du noch nächste Folge bei 106 was fangen. Ja, genau. Aber das wird jetzt dann zu spät. Genau. Dann kann ich ja zur nächsten Folge trainieren. Ja, Leute, genau. Das war zwar ein sehr durcheinander kommender Abend, aber auch ein Glücksabend heute mal. Wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Moment noch. Moment noch und dann sehen wir uns gleich wieder. nächstes Mal wieder. Sekunde noch. Eine Sekunde noch. Ich hab's gleich. Und wie Pillepop schon sagte, wir werden natürlich trainieren, damit die so, weiß nicht, Level 14, 15 sind. Ich habe das Problem, ich habe immer noch nichts gegen Camillo, so wirklich. Zack, jetzt können wir beenden, jetzt ist das Team vollständig. So. Bis dann, ciao.